Kennt ihr diese Filme, bei denen kurz vor dem Abspann noch ein paar Texteinblendungen erscheinen und man einfach nur den Kopf schütteln muss und sich denkt, das kann nicht wirklich passiert sein? Ja, Vergiftete Wahrheit ist genau so ein Film, heißt im Original Dark Waters, wurde von Todd Haynes inszeniert und er kommt hier am 8. Oktober in die deutschen Kinos. Ich kann euch wirklich nur raten, geht mal wieder ins Kino. Ich weiß, die ganzen Blockbuster, die gibt's gerade nicht zu sehen, aber wegen solchen Filmen lohnt es sich einfach mal wieder. Und das ist auch ein Film, gerade weil er auf wahren Begebenheiten beruht und einen riesen Chemieskandal aufdeckt, ist es ein Film, der betrifft uns alle. Nicht nur die Leute in Amerika, nicht nur mich hier zu Hause, sondern auch euch da draußen. Und ich finde, das muss auf jeden Fall gehört werden. Es geht darum, dass der Unternehmensanwalt Rob Billett eines Tages von einem Farmer aus West Virginia aufgesucht wird. Denn dort ist ein Großteil seiner Kühe verendet, weil das Großunternehmen DuPont nebenan giftige Chemikalien ins Grundwasser entsorgt haben soll. Eigentlich ist es überhaupt nicht Robs Metier, schließlich verteidigt er normalerweise die Großunternehmen und klagt sie nicht an. Allerdings beschließt er dann doch, diesem Farmer zu helfen und merkt dann aber ganz schnell, dass das Problem doch größer ist, als er eigentlich dachte. Und dieses Problem, das nennt sich Teflon. Und Teflon kennen wir alle. Wir alle, ich denke, die meisten von euch haben eine Teflonpfanne. Und das Problem ist die Herstellung, denn da werden Chemikalien eingesetzt, die ziemlich giftig sind. Und bei diesem Film, da lernen wir das auch alles. Das war vor Jahren mal ein Skandal, aber irgendwie scheint die Menschheit das wieder schnell vergessen zu haben. Und es wird fröhlich weiter produziert. Und das Ganze, also diese wahre Begebenheit, die ja, bemerkt man hier im Film und kriegt man so nach und nach präsentiert. Dieser ganze Film, das ist eigentlich schon fast eine investigative Detektivgeschichte, weil immer mehr Sachen ans Licht kommen, die einen dann doch ziemlich schockieren. Wie zum Beispiel, was mit den Einwohnern passiert, was mit den Tieren passiert und wie lange überhaupt einzelne Aspekte dieses Falls gedauert haben, wie lange es gebraucht hat, um das ans Licht zu bringen oder gewisse Bluttests auszuwerten. Allein da kann man nur die Köpfe schütteln und das alles bekommt man halt in diesem Film präsentiert. Und der Film ist dabei auch die ganze Zeit ziemlich sachlich. Also er versucht gar nicht reißerisch oder hetzerisch gegen dieses Unternehmen vorzugehen, sondern wir bekommen das wirklich alles sachlich mit. Und das hat mich auch die ganze Zeit ziemlich an Spotlight erinnert. Der hat vor Jahren mal einen Oscar gewonnen und da hat Mark Ruffalo auch mitgespielt. Und hier ist das eben ziemlich ähnlich, was eben diesen investigativen Aspekt angeht. Dieser ganze Film, der baut ja auch auf vielen chemischen Prozessen auf. Ich meine, darum geht es ja hauptsächlich auch im Film. Und ich habe trotzdem alles gut verstanden. Und ich bin beim besten Willen keiner, der sich gut mit Chemie auskennt. Aber der Film schafft es, den Zuschauer an die Hand zu nehmen und von Szene zu bringen und immer wieder einem das Gefühl zu geben, dass man was dazugelernt hat. Man ist da auch ungefähr auf demselben Wissensstand wie Rob Billets Charakter, der von Mark Ruffalo eben gespielt wird, weil der sich am Anfang gefühlt auch nicht so gut auskennt. Und der lernt eben auch von Szene zu Szene oder von Jahr zu Jahr immer wieder was Neues kennen. Und wir lernen dann eben mit diesen Protagonisten mit. Und das fand ich ganz gut gelöst, sodass man sich nicht dumm vorkommt, sondern dass man immer wieder mehr versteht bei dem Film, was ja auch total wichtig ist für die komplexe Geschichte und das komplexe Gesamtthema, was einem da präsentiert wird. Mark Ruffalo spielt ja eben die Hauptrolle. Und ich finde, Mark Ruffalo macht das auch wirklich gut. Der spielt ziemlich bodenständig, spielt nie drüber, sondern ist eben ein Anwalt, der das einfach sachlich vermitteln will und sachlich investiert. Der recherchiert und man ist da die ganze Zeit wirklich dabei und man leidet hin und wieder auch wirklich mit ihm mit. Einfach weil es wirklich lange dauert, einzelne Prozesse zu analysieren und dann eben die Ergebnisse präsentiert zu bekommen. Und das dauert eben. Und man bangt auch so ein bisschen mit ihm mit, weil auf der einen Seite hofft er natürlich, dass er gegen dieses Unternehmen ankommen kann und das aufdecken kann. Und gleichzeitig hofft diese Person natürlich auch, dass er gar nicht recht hat, weil wenn er recht hat, dann ist das eigentlich viel zu schlimm, was er da entdeckt. Und diesen Gewissenskonflikt und diesen inneren Kampf, den spüren wir wirklich. Und das hat Mark Ruffalo auch wirklich gut gemacht. Also fand ich sehr schön. Auch die anderen Darsteller fand ich wirklich gut. Auch Anne Hathaway kommt hin und wieder vielleicht ein bisschen zu kurz, aber passt da als seine Frau auf jeden Fall ganz gut in den Film. Und was bei dem Film auch richtig auffällt, ist die Farbwelt. Also die ganze Farbwelt, die wirkt schon sehr, sehr giftig. Zum Beispiel die Blautöne an helllichen Tagen sind eigentlich viel zu blau. Das ist eigentlich ein sehr, sehr starker Blauton, der eigentlich gar nicht passen will, aber doch das irgendwie beschreibt, dass es alles nicht richtig ist, was hier vor sich geht und alles sehr giftig ist. Und eben die Gelbtöne in den Räumen, also innen drin, die sind viel zu gelb. Das wirkt auch nicht real. Und dann stellt man dann doch erschreckenderweise fest, ja, das, was ich da sehe, das ist leider real. Das ist wirklich passiert. Ich muss sagen, ich bin nicht unbedingt so ein Freund von dieser Farbwelt gewesen, weil ich das schon fast zu extrem
finde. Aber ich weiß, worauf der Regisseur damit hinaus wollte. Und das finde ich dann doch wieder gut. Hin und wieder hat er auch ein, zwei Längen. Also ich finde, 10 Minuten kürzer hätten dem Film vielleicht ganz gut getan. Aber trotzdem, dadurch, dass man wirklich die ganze Zeit was dazulernt und wirklich merkt, wie erschreckend das eigentlich ist, was da eigentlich präsentiert wird und wie real das vor allem ist, dann muss man nach dem Film mal kräftig schlucken. Und das ist ziemlich heftig. Und deswegen kann ich euch wirklich den Film nur empfehlen. Schaut euch Vergiftete Wahrheit im Kino an. Dann unterstützt ihr auch die Kinos. Ist auch super. Muss man auch mal wieder machen jetzt gerade, wo es keine Blockbuster gibt. Und von mir bekommt Vergiftete Wahrheit 8 Punkte. Also, der Film lohnt sich. Geht ins Kino. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr den Film gesehen habt, wie euch der gefallen hat. Und vergesst nicht, ein Abo dazulassen, wenn ihr mehr Analysen oder Kritiken sehen wollt. Wie zum Beispiel die Analyse zu I'm Thinking of Ending Things oder da, keine Ahnung, oder eben Tenet. Also, schaut ihr euch an und dann sehen wir uns zur nächsten Kritik. Macht's gut. Ciao.